Es ist die Angst vor Stigmatisierung oder gar Ablehnung. Bis heute sind psychische Erkrankungen ein Tabuthema. Betroffenen fällt es oft schwer, sich professionelle Hilfe zu holen. Doch bleiben psychische Erkrankungen unbehandelt, kann das schwerwiegende Folgen haben, mitunter sogar in Gewaltverbrechen münden. Dieser Abwärtsspirale möchten die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken nun entgegenwirken mit einer neu geschaffenen Präventionsstelle in Bayreuth. Gewalt ist in der Tat keine Lösung, aber es kann eben zu Umständen, zu Situationen bei Einzelpersonen, bei Familien kommen, wo dann solche Gewaltausbrüche heutzutage stattfinden. Das muss man leider so sehen. Die letzten 2 Jahre haben da das auch deutlich gezeigt. Und hier mit dieser Gewaltpräventionsstelle des Bezirks Oberfranken runden wir natürlich dieses Angebot auch in Bayreuth noch einmal ab und wollen das verhindern. Wir wollen Menschen vor Schaden bewahren. Erstens natürlich, dass da keine Täter entstehen und auch mögliche Opfer schützen, dass das gar nicht so weit kommt. Das Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder schweren Persönlichkeitsstörungen, die ein Gewaltrisiko aufweisen. Ebenso können sich Angehörige von Betroffenen an die Präventionsstelle wenden. Vor Ort kümmert sich ein multiprofessionelles Team unter anderem aus Fachärzten, Psychologen, Sozialpädagogen und Pflegekräften um den Patienten. Nach einem oder mehreren Anamnesegesprächen wird dem Erkrankten ein individuelles Behandlungskonzept angeboten. Und natürlich kann es also von der medikamentösen Behandlung oder der Optimierung einer medikamentösen Behandlung über eine psychologische Herangehensweise, zum Beispiel im Sinne der Verhaltenstherapie oder des sozialpädagogischen also Vorgehens, also einfach einmal Bestandsaufnahme zu machen, in welchen Lebensbereichen braucht es überall Unterstützung. Die Unterstützung, die die Präventionsstelle bietet, ist niederschwellig und beruht auf Freiwilligkeit. Betroffene können ohne Voranmeldung vorbeikommen und brauchen auch keinen Überweisungsschein. So sollen nicht nur bürokratische, sondern vor allem emotionale Hürden genommen werden. Ich glaube, wir alle haben Lebenslagen erlebt, in denen die Welt zusammenstürzt, in denen sich Dinge dramatisch verändern und die Psyche strapazieren. Das können unterschiedliche Ausprägungen sein, das können Depressionen sein, das können natürlich auch Aggressionen sein. Und wir müssen einfach die Hilfe suchen und nicht denken, dass wir deswegen in irgendeiner Weise auffällig sind oder anders sind. Ich glaube sogar, das ist durchaus etwas, was jeden betrifft. Und trauen Sie sich, das gebe ich allen mit. Es ist keine Stigmatisierung, da wird man nicht abgewertet. Wenn man heute über psychische Erkrankungen spricht, ist das eher etwas, was auf Interesse stößt und auch eine Diskussion anstößt. Und wir haben ja viele tragische Fälle erlebt, wo es eben dramatisch ausgeht, wenn man sich nicht rechtzeitig in Behandlung begibt. Die Präventionsstelle der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken finden Sie in der Schwindstraße 7 in Bayreuth. Telefonisch ist sie unter der 0921 283 2310 erreichbar.